Wir schreiben das Jahr 2014 und die Shisha-Community in Deutschland eskaliert komplett auf Facebook. Die ersten Leute haben die Reviews geschrieben, der Alfacha-Zigarre-Vanille ist geisteskrank und das Ausgefallenste, was man geraucht haben kann. Und alle wollen einen Shot, unter anderem auch der gerade mit dem Shisha-Rauchen angefangene Marvin, der unbedingt einen Shot von diesem Tabak kaufen wollte in einer der vielen Facebook-Gruppen. 15 Euro habe ich damals bezahlt, Freunde, für einen Shot von dem Alfacha Zigarre Vanille. Der war dann auch ganz gut. 15 Euro gut für einen Kopf? Weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall nice. Lange gab es den Tabak nicht, aber unter Kennern und alten Hasen in der Szene immer im Gedächtnis geblieben, die Mischung Zigarre und Vanille. Was sehr ausgefallen ist, was bestimmt nicht jedem schmecken wird, aber für einige Leute das Nonplusultra an Shisha-Tabak dargestellt hat. Das Ganze hat Revoshi jetzt revolutioniert, neu rausgebracht und sogar auf Dark Blend gemacht, was meiner Meinung nach zu Zigarre und Vanille unglaublich geil passt. Und den stelle ich euch heute vor, Freunde. Der Shuffle von Revoshi ist am Start. Ich habe ihn im Köpfchen. Als erstes zeige ich euch mal den Kopfbau. Da seht ihr schon mal dunkler Tabak. Wir haben einen Dark Blend. Schnitt, Feuchtigkeit absolut in Ordnung. Relativ fein gehalten das Ganze. Feuchtigkeit passt optimal. Ich habe mir das Ganze im Lil Lip gebaut und läuft gerade auf der Pro X3. Von Stimulation. Ja, wie gesagt, viele Lobeshymnen an Alfacha, die haben den Tabak damals rausgebracht, beziehungsweise habe ich den da als erstes probiert. Und es gab ja schon mal den Fall, dass ich gesagt habe, Alfacha hat da den besten Tabak. Der Alfacha Doppelapfel war für mich lange Zeit das absolute Nonplusultra. Und dann kam Revoshi mit dem Dab Strong. Und das war eine absolute Wucht. Der hat einfach alles umgehauen und wurde bei vielen Leuten zum absoluten Lieblingsdoppelapfel in kürzester Zeit. Wie gesagt, macht das ganze Revoshi jetzt nochmal neu mit dem The Shuffle. Leider erstmal nur in 50 Gramm Päckchen, auch mit der neuen Banderole. 7,90 Euro, Freunde, 50 Gramm. Das tut natürlich weh. Ich würde aber auch mal behaupten, dass The Shuffle eher ein Tabak ist, den man mal zum Beispiel auch zu einem Doppelapfel mixen kann. Den kann man aber auch pur rauchen, so wie ich es gerade mache. Aber für mich wäre das eher mal so ein Ding, wo ich mal Bock drauf habe und nicht so ultra häufig. Von daher ist das mit den 50 Gramm für mich persönlich auf jeden Fall fein. So eine 200 Gramm Dose davon würde jetzt wahrscheinlich auch nicht schaden. Schnittfeuchtigkeit haben wir abgehakt, Preis haben wir abgehakt für die 50 Gramm Packung. Wie ist das Ding geruchlich? Und ich muss sagen, Geruch und Geschmack sind schon deutlich unterschiedlich. Ja, also als ich als erstes dran gerochen habe, dachte ich mir, da ist aber sehr, sehr viel Karamell mit dran. Und Karamell in der Mischung Vanille und Zigarre, das klingt für mich eigentlich nicht schlecht, war aber schon sehr, sehr viel Karamell. Die Zigarre riecht man auch instant raus. Also wenn du die Dose irgendwo in den Raum stellst, also du kannst sie irgendwo verstecken, wenn deine Freundin reinkommt, die weiß direkt, was Sache ist. Die Vanille riecht man auch raus, geht aber für mich sehr stark mit so einer Karamellnote einher. Der Geruch ist geisteskrank intensiv. Auch das ganze Studio riecht gerade nach Zigarre und Vanille. Wenn man drauf steht, sehr, sehr geil. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich mag es auf jeden Fall. Jetzt Geschmack, Freunde. Ist das Ding wie früher, zumindest wie ich mich dran erinnere, besser oder anders oder was ist los? Wenn man dran zieht, merkt man erstmal, dass das auf jeden Fall ein Dark Blend ist. Also der scheppert ganz schön rein. Ich habe eben noch die Blow-Offs von der Pro X3 gedreht und war danach erstmal kurz so, okay, ich muss mal durchatmen, ja, warte mal eine Minute. Und das passiert mir selten. So, ich rauche auch gerne Must-Have pur, ich rauche gerne Darkside pur und das kickt mich eigentlich nicht mehr. Also entweder war es, weil ich wie ein Bekloppter gezogen und entlüftet habe oder der ist wirklich nochmal einen Ticken stärker als ein Must-Have oder ein Darkside. Auf jeden Fall ist es ein Dark Blend, der ordentlich reinscheppert. Das heißt, wenn ihr kein Nikotin abkönnt, seid vorsichtig oder meine Empfehlung, mischt das einfach mit was. Macht euch mal 10-15% von dem Shuffle rein, mischt euch das mit einem Doppelapfel oder was anderem, was so eine sehr herbe, sehr kräftige Note hat und dann wird das auch kein Problem sein und die 15% werden auch vollkommen ausreichend sein. Kann ich euch versprechen. So, wir haben ihn pur geraucht. Die Zigarrennote kommt sehr gut rüber. Bleibt auch sehr, sehr präsent im Mund. Finde ich aber sehr nice. Das muss bei dem Flavor so sein, meiner Meinung nach. Und das ist bei dem Flavor auch so. Die Karamell-Vanillenote hat sich meiner Meinung nach deutlich eher auf die Vanillenote geschiftet im Vergleich zum Geruch. Ist aber eine sehr geile Vanille, die auch diese etwas harsche Zigarrennote unglaublich schön abrundet, sage ich mal. Also das macht das Ganze deutlich besser rauchbarer. Einen puren Zigarre-Flavor
würde ich wahrscheinlich nicht ansatzweise so feiern wie den Zigarre Vanille. Und Freunde, als ich die ersten Züge genommen habe, war das für mich eine emotionale Zeitreise. Die Erinnerungen von damals haben reingekickt. Ich war wieder auf dem Dachboden bei den Eltern mit meiner alten Amy NPX mit zwei Freunden an der Pfeife und den Zigarre Vanille Shot für 15 Euro geraucht. Aber das Ganze jetzt eben nochmal auf einem Dark Blend. Für mich ein sehr geiles Ding. Es ist eine Tabaksorte, mit der ich halt sehr, sehr viel von damals verbinde. Dass die Erinnerungen dadurch zurückkommen, das Ganze jetzt noch auf einem Dark Blend ist und der einfach wieder am Start ist, bin ich sehr, sehr froh, dass Revoshi den The Shuffle rausgebracht hat. Ob das was für jedermann ist, weiß ich nicht. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert und ich bin froh, dass ich den gemacht habe. Revoshi hat übrigens auch einen Riesenstand auf der Shisha-Messe, wo man vorbeischauen kann. Da wird man bestimmt auch den Tabak probieren können. Leute, Revoshi, The Shuffle, extrem geiles Ding für mich persönlich geworden. Ich bin froh, dass es das wieder auf dem Markt gibt und ich werde den auf jeden Fall noch in einigen Mischungen ausprobieren. Vielleicht noch mit viel White Cake dabei oder mit einem Doppelapfel dabei. Da gibt es auf jeden Fall einiges, was ich testen will. The Shuffle, Zigarre Vanille, is back.